Ja, Andi Petrov. OC, OT und OO heute. Ja. Gegen dein ehemaliges Team, die Franken Knights heute. Wie war das für dich? Ja, es ist immer schön. Ich meine, es sind bekannte Gesichter. Man kennt die von damals noch. Da macht es natürlich schon Spaß zu spielen. Alles in allem. Ich meine, es war hitzig, aber es war, glaube ich, trotzdem ein faires Spiel. Meiner Bewertung nach. Von daher, ja. War ein schönes Spiel. Tut natürlich sehr weh jetzt am Ende. Ja. Die Offense hat ähnlich wie im Spiel gegen die Sharks Anfang der zweiten Halbzeit so einen Schub bekommen. Konnte es aber nicht unbedingt bis zum Ende halten oder waren es am Ende die Nerven? Wie siehst du es? Ja, also ich glaube, es zeigt, unser Adjustment in der Halbzeit ist immer ganz gut. Aber wir hatten halt heute wieder die gleiche Symptomatik wie gegen Amberg. Wir haben gute Drives zusammengebaut, wir konnten nur nicht abschließen. Ja. Und am Ende machen es halt zwei Punkte den Unterschied. Was erwartest du fürs nächste Spiel gegen die Knights in Rothenburg kommende Woche? Ich erwarte wieder ein hartes und faires Spiel, so wie es heute auch war. Wieder ein sehr spannendes Spiel. Aber ich erwarte auch, dass es andersrum ausgeht nächste Woche. Mehr Vorbereitungszeit wäre wahrscheinlich gut, oder? Naja, es ist nicht verkehrt, gleich Back-to-Back zu spielen. Dann hat jeder noch seinen Gegenspieler im Kopf, weiß noch, wie er mit dem umgeht. Ja, ich glaube, es wird spannend. Super. Okay, danke, Andi. Dann viel Erfolg für nächste Woche. Dankeschön. Gerne. Bei uns Jo Wellner, Head Coach der Hof Jokers. Jo, wie war das Spiel heute aus deiner Sicht? Tja, harter Tobak. Das war am Ende sehr knapp. Eigentlich das ganze Spiel war knapp. Aber tja, shit happens. Das geht. Ja. Da fällt einem erstmal nichts ein im ersten Moment. Das ist halt einfach nur unfassbar bitter. Die Nemesis der Offense heute weiterhin die Red Zone. Wo hängt's? Tja, das ist die Frage. Die gilt's bis nächste Woche zu beantworten. Frage aller Fragen. Zieht sich leider wie ein roter Faden durch die Saison momentan. Das Spiel, ihr habt ja ein hartes, faires und enges Spiel erwartet. Ungefähr so, wie du es erwartet hast. Ja, das war klar, dass hier keiner mit 30 Punkten Halbzeitführung in die Halbzeit geht. Das war auch klar, dass es körperlich wird. Das war also im Endeffekt ist genauso gekommen, wie wir es erwartet haben. Dass natürlich am Ende so knapp gegen uns ausgeht, das hatten wir uns natürlich nicht erhofft. Wir haben uns natürlich schon gedacht, dass da schon ein bisschen was geht. Und das Spiel hat es, denke ich, bewiesen, dass da eigentlich was gegangen wäre, wenn wir halt konsequenter gewesen wären. Die Halbzeitrede hat scheinbar mal wieder einen extremen Schub gebracht für die Offense und die Defense. Was ist das Geheimnis? Tja, jetzt müssen wir halt die Inhalte der Halbzeitrede müssen wir vielleicht mal vor dem Spiel dann bringen. Das müssen wir mal drüber nachdenken. Okay. Du hast dich am Ende, was die Kicks betrifft, rausgenommen selber? Ja. Habe ich gemacht. Das ist, keine Ahnung, auswärts mache ich die Dinger immer, daheim mache ich sie irgendwie nie. Das ist, geht natürlich klar. Das Ding geht auch auf meine Kappe, da brauche ich mich gar nicht rausreden. Okay, was erwartest du fürs Rückspiel nächste Woche in Rothenburg? Ja, ähnlich, genau so ein enges Spiel, bloß dann hoffentlich mit einem besseren Ende für uns. Und jetzt haben wir 6 Tage Zeit, geht ja schon am Samstag los um 15 Uhr in Rothenburg. 2 Trainingseinheiten. Wir werden weiter an der Red Zone arbeiten. Wir werden weiter an den Special Teams arbeiten. Die Defense sah heute ziemlich gut aus. Aber auch die werden garantiert was dafür tun, dass ihre Offense nächste Woche besser ausschaut. Also bleiben wir dran. Die Playoffs jetzt wahrscheinlich nicht mehr selber in der Hand. Ja, war ja nie der Anspruch. Der Anspruch war es ja, diese junge Truppe zusammenzuführen, zu einer Mannschaft zu schweißen und heranzuführen fürs nächste Jahr. Also die Perspektive war immer das nächste Jahr. Das war immer der Anspruch. Haben wir auch gesagt, dass es die Playoffs nicht unbedingt das Ziel sind und dass wir deswegen das nicht als schlechte Saison ansehen würden, selbst wenn wir es nicht schaffen sollten. Alles klar, vielen Dank, Jo, und viel Erfolg für nächste Woche. Dankeschön. Bei uns Jörg, Head Coach der Franken Knights. Jörg, wie war das Spiel heute für dich? Katastrophal. Hier kriegst du einen Herzinfarkt bei euch auf dem Sportplatz. Hey. Sensationelles Spiel für eure Zuschauer. Geiles Wetter, geile Stimmung. Also hier macht es immer Spaß zu spielen. Jawohl. Heute so gelaufen, wie du dir es erhofft hattest oder wie du es erwartet hattest? Erhoffen tut man sich immer 80-0, aber das ist ganz klar ein Weihnachten wünschen. Wir sind ja auf dem Footballfeld. Und ich kriege nur das, was der Gegner zulässt oder was wir uns rausspielen. Und die Hofer haben uns halt ganz klar die Grenzen aufgezeigt und haben gesagt, bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Die haben hervorragende Defense gespielt. Am Ende
bisschen Glück gehabt oder intensive Defense-Arbeit? Es war intensive Defense-Arbeit. Aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist es ja, die Offense von euch hat ja nur gescored, weil wir da hinten zweimal einen schlechten Snap hatten. Sonst hätte die Offense ja nicht gescored gegen diese Defense. Also kann man sagen, am Ende sah es aus wie Glück, aber aufs ganze Spiel, man, wenn jetzt was erzielt worden wäre, wäre es vielleicht auch unverdient für die Offense von Hof gewesen. Also es waren zwei Defensen, die richtig stark waren. Ja, die Quoten standen 52 zu 48 für euch. Okay. Was das Ergebnis ja einigermaßen widerspiegelt. Ja. Bist du insofern zufrieden mit dem Ergebnis? Und was erwartest du fürs Rückspiel nächste Woche in Rotenburg? Okay, fürs Rückspiel warte ich das 80-0 für uns. Das wird es aber nicht geben, weil Hof ist da einfach zu stark. Deswegen wünsche ich am besten ein verletzungsfreies, schönes, beim sonnigen Tag, ein schönes Spiel für die Football-Fans. Und natürlich dann vielleicht der 12-11 für uns. Okay, vielen Dank. Dann mal viel Erfolg beim 12-11 nächste Woche. Und danke für das faire Spiel und guten Nachhauseweg. Vielen Dank.